Ja, hi, ich bin Stefan und heute schauen wir uns die China Everbright Water Aktie an. In die habe ich jetzt investiert, nachdem ich meine australische Kohlemine verkauft habe. Meiner Meinung nach super Unternehmen zu einem sehr, sehr günstigen Preis gerade zu haben. Ist halt ein chinesisches Unternehmen, muss man sich überlegen, ob man das will. Und ja, guck es dir einfach mal an. Ich glaube, es ist richtig gut. Einmal ganz kurz der Risikohinweis. Denk dran, du bist selber für dein Geld verantwortlich. Ich kann da jetzt keine Haftung für übernehmen. Das ist hier lediglich hier das, was ich halt mache. Ja, ich kenne ja deine Situation nicht. Wenn du es genau haben willst, mach einmal kurz Pause und lies es dir kurz durch. So, gehen wir einmal ganz kurz auf Whitehaven Coal ein. Also Whitehaven Coal hatte ich hier am 6.11.2020 gekauft und jetzt am 4.6.2021 verkauft. Mit einem Gewinn von 63%. Ja, sicherlich eine ganz ordentliche Rendite bezogen auf die 7 Monate. Und ja, der Hauptgrund dafür war jetzt eigentlich, dass ich einfach ziemlich gute neue Investments gefunden habe und die Kohlemine sich gerade sehr gut entwickelt hat. Und dann dachte ich, ja, von Kursmitnahmen hat noch keiner Geld verloren. Also habe ich die 63% einmal mitgenommen und ja, habe halt in das neue Unternehmen investiert. Und das ist China Everbright Water, wie ihr hier unten sehen könnt. Ja, ganz frisch bei 0%. Ne? Kurs hat sich logischerweise noch überhaupt nicht verändert, seitdem ich dort eingestiegen bin. Und die Aktie gucken wir uns jetzt einmal ein bisschen genauer an. Ja, wir werfen jetzt einmal einen Blick auf die China Everbright-Aktie. Wie ihr sehen könnt, wir sind hier gerade so ein bisschen gestiegen. Das ist der Einjahreschart. Besonders interessant wird es immer, wenn wir den Maximalchart nehmen. Ja, wie wir sehen können, die Aktie hat einen übelsten Schlag auf die Mütze bekommen. Also wir hatten hier so einen Höchstbereich, der war ungefähr bei 1,5 Shanghai-Dollar. Und jetzt ist das Ganze abgestürzt bis auf 0,255 Shanghai-Dollar. Wie man sehen kann, charttechnisch ist das gerade sehr, sehr interessant, weil wir hier so einen exponentiellen Abfall halt gesehen haben. Und es ist jetzt hier so was Ähnliches wie hier so ein Aufwärtstrend sich ganz, ganz langsam etabliert. Also das Aufwärtspotenzial, das ist hier immens. Ja, also wir könnten uns versechsfachen, bis wir hier oben sind. Das wäre also eine sehr, sehr ordentliche Entwicklung. So, und jetzt gibt es was total Spannendes hier bei der Aktie, weil die Geschäftszahlen, die laufen ungefähr entgegengesetzt zur Kursentwicklung. So viel zu, die Märkte sind effizient. So, diesen Peak, den wir hier sehen, bei 1,50. Die Aktie war übrigens auch schon mal bei 6 Shanghai-Dollar. Aber wir gucken uns jetzt einfach nur mal hier die letzten, was sind das, 10 Jahre oder so an. Also hier so um 2014 rum war dieser Peak. Und dann ist was ganz ist, wenn ihr euch die Geschäftszahlen dazu anguckt, ist das sehr, sehr verrückt. So, wir sind jetzt hier bei den Geschäftszahlen. Die blaue Linie gibt den Umsatz an. Wir sehen hier 2014, das war der Peak, den wir dort hatten. Da hatten wir einen Umsatz von 171 Millionen Shanghai-Dollar und dann ist das Ganze gestiegen jetzt bis auf 1 Milliarde, also auf 1000 Millionen Shanghai-Dollar. Also wirklich wunderschönes Wachstum über die Zeit. Der Gewinn ist auch immer, war erstmal, der war immer positiv, der Gewinn. Also hier unten die Null, ne, die grüne Null, das ist hier quasi 0 Euro Gewinn. Und ist wirklich schön gestiegen von 2 auf 6 Cent. Und ja, also alles super. Die Dividende entwickelt sich auch relativ prächtig. Das können wir uns mal kurz angucken. 2020, ja, die Ergebnisse je Aktie sind jedes Jahr ungefähr um 1 Cent gestiegen, wie man hier erkennen kann. Und die Dividende wurde jetzt einfach mal verdoppelt von 1 auf 2 Cent. Und ja, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Man darf nicht vergessen, die Aktie, die kostet ja auch nur 25 Cent, also Shanghai Cent. Und ja, also das ist ein ziemlich guter Wert. Wenn wir uns den Umsatz anschauen, dann haben die ungefähr 35 Cent Umsatz pro Aktie und davon sind halt 6 Cent Gewinn. Also meiner Meinung nach ein ziemlich guter Wert. Ja, eigentlich alles ist einfach positiv hier. Also das operative Ergebnis steigt kontinuierlich jedes Jahr an. Das Ergebnis vor Steuern, das wackelt so ein bisschen stärker, aber im Endeffekt steigt es auch, ist hier von 70 bis auf 270 rauf. Also auch eine richtig positive Entwicklung. Das Eigenkapital
geht kontinuierlich nach oben. Die Bilanzsumme wird auch ausgebaut. Das heißt, sie haben immer wieder Investitionsmöglichkeiten und ja, wirklich sehr, sehr positiv einfach. Ja, Mitarbeiter haben wir hier keine Daten, die scheinen aber relativ konstant zu sein. Ja, was macht das Unternehmen? Das Unternehmen ist halt in der Wasseraufbereitung tätig. Das heißt, es wird sowohl Wasser für private Bereiche aufbereitet. Das ist der Großteil des Umsatzes. Also Kläranlagen betreiben die im Wesentlichen. Dann gibt es aber auch eine Sparte, die sich um industrielle Abwässer kümmert. Dann gibt es welche, die sich um die Aufwertung von Umwelt kümmern. Das heißt, es werden Flussbereiche halt aufgewertet. Es wird also es wird Boden gereinigt. Und ja, also sehr, sehr positiv meiner Meinung nach. Ein tolles Geschäftsmodell. Eine sehr positive Entwicklung. Wenn wir einmal kurz auf die ISIN gucken, die seht ihr hier oben. Da sehen wir, dass sie in den Bermudas angeordnet ist. Das heißt, sie sind nicht direkt laufen nicht direkt über Shanghai. Der Hauptsitz, der liegt allerdings in Hongkong. Warum das jetzt genau eine Bermuda-ISIN hat, kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Das konnte ich irgendwie nicht rausfinden. Wenn wir uns aber angucken, deren Hauptadresse ist in Shenzhen, also in China. Ja, also wie du sehen kannst, wieder ein sehr spannendes Investment. Und auch wenn wir uns jetzt die konkreten Werte mal anschauen, in meiner Skala von minus 15 bis plus 17 Punkten bekommen wir aktuell auf 11 Punkte, was ein Top-Wert ist. Also die allerbesten Aktien haben meistens so 13 Punkte ungefähr. Da sind wir mit 11 Punkten sehr, sehr weit oben. Wir kriegen 8% Dividende fast. Und das Besondere ist halt, dass wir diese 8% Dividende bekommen und aber das Unternehmen 23,5 Cent, also 23,5% Gewinn macht auf unser investiertes Kapital. Wenn man das jetzt in KGV umrechnen würde, sind wir so beim KGV von 4 ungefähr. Das heißt halt, wenn wir 1 Euro investieren, macht das Unternehmen 23,5 Cent Gewinn davon. Ja. Und von diesen 23,5 Cent Gewinn schütten sie 7,8 Cent Dividende aus. Also die Dividende ist super gedeckt, überhaupt keine Probleme. Die Unternehmensrendite sind 6%, was auch ein ziemlich guter Wert ist, da wenn man überlegt, was die machen. Also die haben ja relativ große Anlagen, um das Wasser zu reinigen und so. Ja, also in dem Fall auch sehr, sehr positiv. Und hier die Eigenkapitalquote ist mit 42,4% auch wirklich nicht von schlechten Eltern. Und also auch dazu noch solide finanziert, insbesondere wenn man bedenkt, wie profitabel das Unternehmen einfach ist mit seinen 5,7%. Das ist kein Top-Wert, aber es ist schon ein ziemlich guter Wert. Und gerade jetzt hier die Wasseraufbereitung ist sicherlich ein Bereich, der sehr, sehr gut ist. Also wenn ich das jetzt einmal so vorab einmal so zusammenfassen würde, würde ich sagen, wir haben ein riesen Aufwärtspotenzial bei der Aktie. Wir sind momentan bei sowas Ähnliches wie einem Boden angekommen. Die unternehmerischen Kennzahlen sind einfach top. Nachteil ist, klar, wir haben ein Unternehmen aus China, da könnten sowas wie Annektierung oder sowas könnte da natürlich theoretisch passieren. Das ist auf jeden Fall ein Risiko, was man mit einkalkulieren sollte. Und es ist ein relativ kleines Unternehmen. Es hat nur eine Marktkapitalisierung von ungefähr 0,5 Milliarden. Ja, und dadurch, dass es halt relativ klein ist, ja, ist es halt so eine Sache. Das kann sehr, sehr schnell nach oben drehen. Das kann aber auch noch weiterlaufen. Also die Märkte sind in diesem Bereich halt alles andere als effizient. Aber deswegen gibt es dort halt solche Investments. Ich meine, ein Investment in der Qualität, wie das jetzt hier von den Zahlen, werdet ihr im DAX oder im S&P 500 oder so, findet man sowas einfach nicht. Und jetzt ist halt die Frage, dass man halt gewichten muss, was ist einem wichtiger? Ist die Qualität des Unternehmens wichtiger oder ist halt vielleicht so ein sicherer Standort wie Deutschland oder die USA oder so, ist das einem wichtiger? Und das ist halt genau was, was du jetzt halt für dich halt entscheiden musst. Ich glaube, dass das ein Top-Investment ist hier an der Stelle, aber wie gesagt, keine Anlageberatung, nur meine Meinung. Ich bin darin investiert. Und du kannst das machen, wie du willst. Die Aktie habe ich übrigens am Handelsplatz in Frankfurt gekauft. Das hat sehr gut funktioniert. Eine Limit-Order reingesetzt und dann so nach einer Dreiviertelstunde oder so haben die mir dann die Order ausgeführt. Gut, jetzt schauen wir noch einmal genauer auf die Aktie. Wir schauen nämlich jetzt einmal in den Jahresbericht, aber dort wird sich in erster Linie das bestätigen, was wir gerade bei den Daten von Finanzen.net schon gesehen haben. Erstmal sehr, sehr positiv in diesem Bericht ist, der Bericht ist von sich aus schon auf Englisch. Das heißt, wir müssen ihn nicht erst übersetzen aus dem Chinesischen,
was immer nur so halb funktioniert, sondern wir haben direkt wirklich den englischen Bericht, daneben natürlich der chinesische Bericht. Sehr interessant ist, dass Chinesisch auf jeden Fall eine sehr kompakte Schrift ist, wie man daran immer erkennen kann. Der chinesische Teil ist immer wesentlich kürzer als der englische Teil. Wir sehen hier einmal die Stockcodes, also hier in Hongkong ist das dieser hier und in Shanghai ist das der Code. Ich habe jetzt den Shanghai-Code genommen für meine Überwachung, aber das kann man sicherlich machen, wie man will. So, hier sehen wir jetzt einmal, womit das Unternehmen sein Geld verdient. Also wir haben hier einmal die städtische Wasserreinigung, also die Kläranlagen, die mit Abstand den größten Teil des Umsatzes produzieren, hier mit 5 Millionen Kubikmetern pro Tag, bei 6,5 Millionen, die sie zur Verfügung haben. Also auf jeden Fall ziemlich interessant. Auch die Anzahl der Projekte zeigt eindeutig, dass der Schwerpunkt auf der Reinigung von Abwasser aus Städten liegt. Sie haben aber auch hier Industriewasserreinigung, sie haben Wasseraufbereitung im Sinne von Wiederbenutzung von Wasser. Also ich denke mal, das wird in Kraftwerken oder sowas vermutlich sein. Dann haben sie hier diese Flussbettrestauration. Auch da haben sie einige Projekte. Dann Wasserversorgung, also da pumpen sie sicherlich einfach Wasser aus dem Erdreich rauf, also Grundwasser. Hier haben sie Raw Water, da weiß ich gerade nicht ganz genau, was das sein soll. Also ihr seht auf jeden Fall, es geht im Wesentlichen einfach um die Wasseraufbereitung und die machen nichts anderes, aber das machen sie, denke ich, relativ erfolgreich und haben eine unglaubliche unternehmerische Entwicklung hingelegt in den letzten Jahren. So, schauen wir uns einmal kurz die harten Fakten aus dem Bericht an. Die bestätigen aber, wie gesagt, eigentlich nur das, was man dort auch gesehen hat. Also in 2020 im Vergleich zu 2019 ist der Umsatz nur um 2% gestiegen, was nicht so richtig viel ist. Allerdings der Gewinn daraus ist um 16% gestiegen. EBITDA ist um 17% gestiegen. Die Earnings per Share sind um 19% gestiegen. Die Dividende ist um 30% gestiegen. Ja, also wie man einfach... Ich wiederhole mich da an der Stelle halt einfach nur immer wieder. Wie man sehen kann, haben ein absolutes Wachstumsunternehmen und der Kurs ist halt komplett in die Gegenrichtung gelaufen und das jetzt halt über Jahre. Das sind jetzt halt die Früchte, die ich hoffe, jetzt ernten zu können in den nächsten Wochen oder in den nächsten Monaten und denke halt, dass das ein sehr, sehr gutes Investment ist an der Stelle. So, dann können wir uns einmal kurz anschauen. Also die Schulden sind um 18% gestiegen, die Assets sind um 19% gestiegen. Das heißt, das Unternehmen ist gewachsen. Also Assets ist die Bilanzsumme, der Wert des Unternehmens, des gesamten Unternehmens. Und die Liabilities sind halt die Schulden. Die sind halt auch dort ein bisschen gestiegen. So, gucken wir weiter. Hier die Umsatzentwicklung über 3 Jahre sehen wir halt auch, dass es wirklich eine sehr schöne Entwicklung ist, wobei jetzt halt von 19 auf 20 die Entwicklung nicht so positiv war. Aber nicht vergessen, es war Covid und allein schon, dass sie einfach ihre Geschäfte aufrechterhalten konnten, dass sie ihren Gewinn steigern konnten, dass sie die Dividende steigern konnten, ist, finde ich, sehr, sehr positiv einfach in 2020. Auch die Earnings per Share steigen hier ungefähr um 5 Cent, wie man sehen kann, pro Jahr. Also einfach top. Jetzt nicht vergessen, das sind jetzt Hongkong Cent, also nicht die Shanghai Cent, die ich vorhin als Preis angegeben hatte. Da muss man jetzt ein bisschen hin und her wechseln. Also die auf finanzen.net, die Daten, die waren in Shanghai Dollar und das ist jetzt in Hongkong Dollar. Aber im Wesentlichen ist es ja egal, es ist nur ein Umrechnungsfaktor. Ja, also... man kann unternehmerisch kann man einfach nichts an diesem Investment, denke ich, aussetzen. Also wir haben sogar diesmal eine gute Intention, deswegen ich habe hier gerade das Bild hier nochmal rausgesucht. Work hard, hand in hand for a better future. Der Preis ist gerade super günstig, wir kriegen sehr gute Konditionen, unglaublichen Gewinn, ein schönes Wachstum. Dazu den sehr günstigen Preis mit der Option, dass es jetzt direkt drehen könnte, eventuell der Aktienkurs. Ich denke, dass das ja wirklich wieder ein ziemlich gutes Investment ist. Die Nachteile habe ich bereits genannt. Wie gesagt, es ist ein chinesisches Unternehmen, es ist ein recht kleiner Wert, die nicht so auf dem Radar sind von den größeren Investmentgesellschaften. Das ist allerdings meiner Meinung nach an der Stelle jetzt sehr, sehr positiv, weil sowohl die chinesische Regierung als auch ausländische Regierung
dieses Unternehmen garantiert nicht irgendwie im Fokus hat. Außerdem arbeiten sie ja auch nur rein in China. Das heißt, solange nicht das Handeln sämtlicher chinesischer Aktien verboten wird, ist man, glaube ich, an der Stelle relativ sicher. Und die Frage ist ja auch immer, was macht man sonst alternativ mit dem Geld? Und wenn man jetzt irgendeinen überteuerten aus amerikanischen Wert kauft, ist man dann sicherer oder weniger sicher im Gegensatz zu so einem Investment? Ich habe mich jetzt halt dafür entschieden und habe das einmal mit euch geteilt. Wenn dir das Video gefallen hat, einmal Daumen hoch, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!